In diesem Video geht es um die Position 7 unserer Antriebsscheibe. Und zwar ist das Bauteil eigentlich sehr einfach als Rotationskörper hergestellt. Das einzig wirklich Schwierige sind diese vier Bohrungen hier am Außendurchmesser. Da kann ich nämlich kein Set machen, sondern das muss ich manuell über die Arbeitsebene herstellen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt nochmal. Seht es einfach als Übung für die Arbeitsebene, für das Handling der Arbeitsebenen. Also, mit dieser Arbeitsebene hier mitten im Raum kann ich gar nichts anfangen, sondern ich setze mir die Arbeitsebene hier oben drauf. So, das macht er dann wieder in den Mittelpunkt des Kreises. Und jetzt möchte ich die Arbeitsebene um die Y-Achse 90 Grad drehen. Das heißt, ich klicke einmal und möchte jetzt die Arbeitsebene noch weiter in Z-Richtung verschieben, und zwar um den halben Durchmesser unserer Antriebsscheibe. Der Durchmesser ist 40. Das heißt, ich fasse das Bauteil hier einmal an und merke, oh, es sind überall krumme Werte, das ist nicht schön, also breche ich das noch einmal ab und setze mir den Bezugspunkt der Arbeitsebene mit dem Befehl hier oben auch noch mal in die Mitte des Kreises, also Mittelpunkt fangen, irgendeinen Kreis auswählen und fertig. Wenn ich jetzt die Arbeitsebene anfasse, dann ist überall 000. Ihr könnt jetzt Escape drücken und Tab. Ich muss hier unten drauf gehen, da sonst das Video beendet wird. X-Richtung soll bei 0 bleiben, Y-Richtung soll bei 0 bleiben und die Z-Richtung soll 20 sein. Ich drücke Enter und habe meine Arbeitsebene jetzt da, wo sie hingehört. Da zoome ich jetzt drauf und erstelle mir, damit ich die Bohrung richtig positionieren kann, einmal hier ein paar Hilfslinien. Mit dem Befehl Linie horizontal fange ich einmal hier. Und dann noch den Befehl vertikal hier im Mittelpunkt fangen. Und jetzt habe ich meine beiden Linien, die ich brauche, hier auf der Arbeitsebene. So, die Bohrung soll von der Oberkante 5 mm nach unten gesetzt werden. Das heißt, ich wähle im Linienhauptmenü den Befehl Parallele Linie aus, tippe 5 ein, drücke Enter und er macht mir da die parallele Linie hin. Und jetzt brauche ich nur noch gucken, wie tief ist meine Bohrung und welchen Durchmesser hat sie? 5,1 und 10 mm. Also Bohrungsbefehl, Bohrung erzeugen. Durchmesser ist 5,1. Und die Länge ist 10 mm. Ich möchte keinen Senkkopf haben, ich möchte keinen Zapfen haben. Der Spitzenwinkel, der ist 118 Grad normalerweise. Und jetzt habe ich meine Bohrung soweit definiert. Jetzt klicke ich auf OK. Und ich merke gerade, ich habe noch das Set eingestellt von den vorherigen Videos. Da drücke ich nochmal auf Rechtsklick, Set und sage ohne Set. Okay. Dann kann ich die Bohrung hier absetzen und muss jetzt meine Arbeitsebene, ich drücke rechts, klicke auf Abbrechen, muss jetzt meine Arbeitsebene, wenn ich die gegenüberliegende Bohrung an dieser Seite erstellen will, nochmal verschieben. Und zwar in negative Z-Richtung um 40 mm. Das heißt, X bleibt 0, Y bleibt 0, Z ist minus 40. Ich drücke Shift und Enter. Und jetzt legt er mir meine Bohrung, meine Arbeitsebene hier mit rein. Und ihr seht, ich habe die Linien hier weiter im Raum liegen. Die sind mit der Arbeitsebene ärgerlicherweise jetzt nicht mitgewandert. Das heißt, ich muss das Ganze nochmal von vorne machen. So. Ja, das hat er mir wieder unschön reingezoomt. Ich würde mir deshalb nur aus diesem Grund die Arbeitsebene nochmal drehen, hier um die X-Achse. So, 180 Grad. Und dann lösche ich mir. Ne, Moment, ich mache den OpenGL-Modus einmal aus, wähle hier Hidden Linien aus und zoome dann in meine Arbeitsebene. Und jetzt sehe ich ja trotzdem noch die Linien, die eigentlich nicht auf meiner Arbeitsebene liegen, sondern mitten im Raum. Aber das kann ich für mich nutzen, indem ich sage, ich wähle nochmal das Volumen-Hauptmenü aus,
erzeuge meine Bohrung, da ist alles noch eingestellt wie vorhin und klicke jetzt hier auf S für Schnittpunkt und gucke mal, ob er das jetzt reingemacht hat. Rechtsklick und hier wieder abbrechen und jetzt drehe ich das Teil nochmal. Und ja, er hat mir tatsächlich den Schnittpunkt genommen, auch wenn der hinter der Arbeitsebene liegt. Er legt die Bohrung trotzdem auf der Arbeitsebene ab. Das heißt, so kann ich mir das etwas vereinfachen. Gut, diese Linien brauche ich jetzt nicht mehr. Ich drehe mir die Arbeitsebene nochmal um 90 Grad. Verschiebe wieder in Z-Richtung um 20. 0, 0. 20, tippe Enter und setze dann auch hier wieder meine Bohrungen drauf oder beziehungsweise meine Hilfslinien. Das mache ich einmal schnell. Ich zoome in die Arbeitsebene. Konstruiere mir meine Hilfslinien hier rein. Sage 5 mm Abstand. Und auch hier kann ich jetzt wieder sagen, gut, ich nehme einfach meine Bohrung, die ich eben schon definiert habe, im Volumen-Hauptmenü. Sage nur noch OK, setze die Bohrung hier rein, klicke rechts und auf Abbrechen, drehe das Teil etwas und lege mir jetzt ganz schnell die Arbeitsebene hier wieder. Warum macht das nicht? So, in Z-Richtung minus 40 nach hinten. Das heißt, ich habe hier 0, 0, minus 40. Klicke Enter und drehe mir jetzt noch einmal die Arbeitsebene um 180 Grad. Zweimal auf X. Zoome rein. Und nutze wieder den Schnittpunkt, der jetzt eigentlich hinter der Arbeitsebene liegt. Trotzdem noch einmal wähle den Bohrungsbefehl hier aus, klicke OK und setze auf dem Schnittpunkt für S ab. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ich wirklich in die Arbeitsebene reingezoomt habe. So, ich klicke einmal rechts, drücke Abbrechen. Wenn ich jetzt hier so drehe und dann meinetwegen, ich mache nochmal den OpenGL-Modus. Ne, mit OpenGL funktioniert es nicht, weil ich dann die Linien hier nicht mehr sehe. Aber wenn ich mir jetzt hier nochmal die Bohrung reinlegen würde, auf den Schnittpunkt, na, dann fängt er hier noch nicht mal mehr vernünftig einen Schnittpunkt. Also, doch, jetzt macht das. Na, aber er setzt die Bohrung irgendwo frei in den Raum und eine Bohrung ist freier Raum, die in den freien Raum zu setzen, da erstellt er gar nichts. Das heißt, wenn ihr das wirklich so machen wollt, dass ihr diese beiden Schnittpunkte auf der Arbeitsebene hier für euch nutzen wollt, müsst ihr unbedingt Ansicht Arbeitsebene anklicken. Und jetzt könnt ihr den Schnittpunkt für euch nutzen. Ich kenne es aus anderen Programmen auch so, dass wenn ich eine Arbeitsebene verschiebe, dass diese Linien mitkommen. Aber das ist hier anscheinend nicht der Fall, deswegen muss man sich da so behelfen. Ja, das ist also genau aus diesem Grund ein kompliziertes Bauteil gewesen. Ich kenne keine andere Möglichkeit, wie das sonst zu realisieren wäre. Wenn ihr da was anderes kennt, schreibt mich bitte gerne an, aber ich würde das Bauteil so erstellen. Und ja, das war es dann jetzt aber auch zu Arbeitsebenen. Im nächsten Video geht es dann nochmal um das Erstellen von Wellen und danach kommt dann das Ableiten von 2D-Zeichnungen.